Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen aus New York City. Heute haben wir einen wunderschönen Tag erwischt mit viel Sonne und klarem Himmel. Und heute geht's ab auf die Intrepid. Das heißt, wir werden uns den Flugzeugträger ansehen, in das U-Boot reingehen, die Concorde anschauen und viele, viele Sachen mehr. Ich will gar nicht lange Zeit verplempern. Ich sage einfach mal, ab geht's und ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Jetzt hier noch ungefähr noch 10 Minuten bis zum Einlass. Allerdings habe ich schon ein kleines Problem. Mein Ticket wird auf meinem Handy nicht angezeigt. Konnte vom Server nicht geladen werden. Und das schon seit 20 Minuten. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Dem habe ich schon erklärt, dem einen. Der hat mir auch geglaubt, weil er sehen konnte, dass dort ein Ticket gekauft wurde, nur nicht was für ein Ticket. Muss ich jetzt mal schauen, wie das Ganze abläuft. Aber ansonsten läuft alles super bis jetzt. Morning. Submarine. 45 Minuten. Tja, wir sind die Ersten. Good morning. Hi. How are you today? Fine, thanks. There's a group going into the submarine right now if you want to skip the exhibit and go right in, so. Good morning, everyone. Welcome aboard the USS Growler. You're about to step into a piece of history from the late 50s, early 60s, and the height of the Cold War. Have a great day, folks. Thanks. Am I going to be on YouTube now? Yeah. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. To 100 men, they worked, slept, ate, and relaxed inside these close quarters. While on patrol, Growlers stayed below the surface. The crew could not leave the submarine. They had no sunshine, no starlight, and very little fresh air. Also wer Platzangst hat oder mal ein bisschen Tageslicht braucht, für den wäre das nichts. Für mich definitiv auch nicht. Dann lieber auf dem Flugzeugträger.
Das war das U-Boot und jetzt geht's weiter im Programm. Welcome aboard. Also ich dachte erstmal, das wäre echt, aber das ist alles aus Lego. Schaut euch das mal an. Ich weiß nur nicht, wie gut man es erkennen kann bei dem Licht. So we were under attack for about a half an hour, and he finally, Skipper got us into the clouds. And at that point, the guy pulled me from down on top of me. I had to go down to avoid him. Lost any pressure. Of course, it's too much pressure. And I'm sure it was slowing it up because of the stupid pilot up there. And I got to do that. Wow.
100-mal gesagt hat. Okay, thanks. Excuse me? Excuse me. Okay. Excuse me, sir. Thanks. Excuse me, sir. Thanks. Oh, sorry, guys. It's okay. אני מעדיף שנעשה את זה בצורה מסודרת, והיא מכירה את הפרוצדורה. San Diego, I spent most of my liberty time down at Tijuana. I don't know that. Take the mail chute. They used to have it. בספינה, מתי לגבוע, עשו אותה בפסטה. לא, 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 ל
Sound the same, or there were different sounds for each? There some that are different. You know, they would be going to a different location. They bring, when someone calls, or no? Somebody usually has to have a headset on. Right. Yeah. Talk to the engineer. Yes. Put their engineer in there. You want to talk to them? Wow. Hi. Hi, how many? I'm alone. What? Yeah. Stand by the green screen, take a picture out of space. Okay. Alright, you ready? Yeah. Alright. It's okay? Awesome. Yeah. Thanks. You're good. Thank you very much. Take a picture about a good shot. Okay, how much is it? It's 30, I believe. 30? Yeah. Ah, okay. Das weiß ich. Ganz schön teuer. Thank you. $130. Sogar teurer, 150. $80.
gibt es hier was Günstiges. 30, ist doch super, eine Stofftüte. Das geht doch klar, oder? 30? Plus Tax. Was für eure Kleinen? Schlappe $60. Als nächstes geht es dann auf die Concorde, da stehe ich gerade davor, in 5 Minuten kann ich auch hoch und muss euch dann später mal eine Geschichte erzählen. Ich hatte so einen Zwischenfall mit einem Security-Mitarbeiter und meiner Kamera. You'll have a chance to go into the cockpit at the very end. You can take pictures, and there's no eating or drinking up there. That's it. You know, okay. Enjoy, guys. Gotcha. Okay. Awesome. I'll take the ticket. Yeah. There you go. Jetzt bin ich gespannt. Hi. Hello. Have a seat wherever you'd like, just not the front row, please. Thanks. Wow. Befinden wir jetzt in der Concorde. Gut, die Sitze sind sehr gut geschützt, konserviert, in Folie gepackt. Okay, das waren damals sehr, sehr kleine Fenster. To finally be on the Concorde. It's definitely exciting for us, especially after having the plane closed for so long, so thank you all for coming. My name is Bianca, I'm a visitor experience specialist here at the museum. I'm going to tell you all a little bit about what it would have been like to fly Concorde. And before we get started, just so you all know, you aren't just on any Concorde, you are on the record-breaking Concorde, which made the trip from New York City's JFK to London Heathrow in just 2 hours, 52 minutes, and 59 seconds in February of 1996, and that record still holds to this day. So a very special Concorde that you are all on. So again, welcome. So when Concorde first starts flying commercially in 1976, the prices for a ticket are a little bit more than your average first class ticket. These prices raise exponentially in the tens of thousands of dollars towards the end of Concorde service. Okay, bye. Wow, das war eine Experience. Also die Concorde hat mich echt beeindruckt. Die Sitze, die Fenster, die sind so klein wie ein Passport. Und das Cockpit ist aber der Wahnsinn. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen gut einfangen mit der Kamera, dass man das komplette Cockpit sehen kann. Und also ich bin begeistert.
Okay, ich habe mich jetzt soweit informiert. Und zwar bei dem einen ist es so, da wird nur ein 3D-Film gezeigt, also ein bisschen weniger Action. Bei dem anderen ist es so, 4G, das heißt, du wirst komplett hin und her geschleudert. 4G, habe ich mir gesagt, nee, lieber nicht, dann doch lieber den hier. Bin sehr gespannt, wie der sein wird und das seht ihr gleich. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, das war der Flugsimulator. Ging, ich weiß nicht, 8 Minuten, glaube ich. Kann man mal machen. Ist eine schöne Erfahrung, aber muss auch nicht sein. Das war das Intrepid Museum mit der Concorde zusammen, mit dem Space Shuttle, mit dem Flugzeugträger und ein, zwei Simulatoren. Es hat definitiv Spaß gemacht. Besonders beeindruckend fand ich auch die Concorde. Und ach ja, das U-Boot habe ich vergessen, das gab es auch noch. Also es lohnt sich auf jeden Fall, falls ihr hin wollt. Something. Goodbye, thanks for coming to the Intrepid. Have a great day. Thanks, bye. Bye-bye. Genau, wurde ich ganz kurz unterbrochen, jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Lohnt sich auf jeden Fall, 2 bis 4 oder 5 Stunden sogar sind auf jeden Fall möglich. Je nachdem, wie interessiert ihr seid, kommt vorbei, schaut euch das an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, freue ich mich gerne über ein Abo und über einen Daumen nach oben. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.